Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story und dem Review zur 75183 Darth Vader's Transformation aus dem Jahr 2017. Ein jetzt schon legendäres Set. Das Set ist damals für 30 Euro erschienen. Habt ihr auch gut und gerne mal irgendwie für 18 bekommen, wenn ihr ein bisschen auf Rabatt gewartet habt. Und jetzt, kurz nachdem es aus dem Programm gegangen ist, ist es schon wieder bei ungefähr 50 Euro auf eBay, wenn ihr es im Neuzustand haben wollt. Tendenz natürlich steigend, denn ihr wisst, es kommt ein neues Duell-Set mit Darth Vader und Emperor Palpatine raus, wo die beiden beliebten Minifiguren aus diesem Set natürlich auch enthalten sind. Und dann nimmt man natürlich lieber die günstigere Alternative, denn das neue Set kostet halt einfach mal 100 Euro. Warum ihr rein theoretisch eigentlich auch das hier nehmen könntet für 30 Euro, okay, für 50 Euro vielleicht nicht, aber für 30 Euro auf jeden Fall das hier nehmen könntet, werde ich euch heute zeigen. Wir werden alle 6 Minifiguren, die hier mit dabei sind, durchgehen und Funktionen werde ich euch natürlich auch zeigen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an. Als erstes haben wir hier einmal die Anleitung und was ich cool finde an der Anleitung ist, dass hier hinten einmal komplett alle Minifiguren, die es damals gegeben hat, aufgezählt sind. Könnt ihr sehen, wenn wir das hier aufklappen, erstmal die einzelnen Fahrzeuge. Ich muss sagen, damals fehlen mir so ein bisschen die Originaltrilogie-Sets. Ich finde das immer gut, wenn das so eine Art Mischung ist. Hier ist jetzt Clone Wars und der Rest halt irgendwie alles, irgendwie Erste Ordnung oder so ein Gedöns. Oder dann halt diese sinnlosen Resistance-Dinger. Naja, dann haben wir hier nochmal ein paar weitere Minifiguren, die da noch mit erschienen sind in dieser Welle. Finde ich eine schöne Aufstellung und ich mag auch hier unten das mit dem Rogue One Death Trooper sehr, sehr gerne. Von daher, schöne Anleitung, gibt es natürlich nichts, wo man sich beschweren kann bei einer Lego-Anleitung. So, und hier haben wir dann das Set ist selber vor uns stehen. Es ist ein bisschen kompakt, aber das werde ich euch gleich noch genauer zeigen. Jetzt müssen wir erstmal zu den 6 Minifiguren kommen. Ja, hier sind 6 Minifiguren tatsächlich dabei. Bricklink zählt hier 6 Minifiguren. Wenn man hier noch den Droiden, sowie dann hier halt noch diesen etwas größeren Droiden und diese fliegende Sonde hier in der Art, die leider nicht von selbst stehen kann, dazu zählt. Ich zeige euch die einfach mal. Die hat hier oben so ein Hebel dran, vorne ein rotes Licht. So. Da gibt es nicht so viel zu sehen. Dann sind das tatsächlich 6 Minifiguren, die man auch offiziell haben muss, wenn man die komplette Lego Star Wars Sammlung haben möchte. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen für diejenigen, die vielleicht das Set sich kaufen und dann die Minifiguren behalten und das Gedöns hier, was da hinten noch dabei ist, wieder verkaufen. Jedenfalls, hier dieser Medical Droid hat hier dann so 2 solche Zapfsäulen quasi dran. Ich glaube, das ist so ein Medikament, das Darth Vader eingeflößt wird. Hängt da nur so ein bisschen runter. Sieht man ja dann auch im Film, wie das quasi platzt. Das kann man jetzt hier leider nicht nachspielen. Man kann das Ding aber sprengen. Das werde ich euch gleich dann noch zeigen. Hat hier an der Seite dann noch ganz viele Arme, mit dem ihr dann noch halt irgendwas festhalten könnt. Oder wenn ihr mal einen Droiden habt, bei dem Arm halt abbricht, dann könnt ihr ihm auch einfach einen von den Armen geben. So habe ich das früher immer gemacht. Und ja, ist ein nettes Ding. Der Kleine hier, der, naja, ich weiß nicht, ob der Stabilitätsprobleme hatte, aber Lego hat dem hier hinten noch so ein Stützbein verpasst. Das hätte General Grievous damals auch gebraucht. Ich hatte eine General Grievous Figur, die ist immer nach vorne gekippt. Das Ding ist mit dieser Figur, die kann auch gar nicht kippen, weil hier unten so ein Transparent-Teil dran ist und das die Beine verhindert, dass sie nach vorne und hinten gehen. Ist ein netter kleiner Droide. Schöne Beigabe noch. Ich denke für Kinder auch ziemlich cool, dass sie damit spielen können und für, ja, nicht so reiche Leute, halt auch ein weiterer Kampfdroide, den man in so eine Schlacht reinstellen kann. Und dann kommen wir zu den Hauptgründen, warum man dieses Set wahrscheinlich kauft. Einmal haben wir hier den zernarbten Anakin Skywalker mit dabei. Natürlich, hier seht ihr kein Blut. Da seht ihr einfach nur diese Narben, weil Lego ja normalerweise kein Blut auf die Minifiguren draufdruckt. Was jetzt an dieser Figur cool ist, klar, man sieht hier oben so einen zernarbten Oberkörper, hinten auch alles aufgerissen, der eine Arm ist schon so hautfarben. Naja gut, die Beine existieren jetzt nicht mehr so wirklich, aber die sind so ein bisschen metallic glänzend. Das Einzige, was mir an der Figur nicht gefällt, ist hier der Torso-Print und eigentlich auch die Hautfarbe, die er hier hat. Ich zeige euch einfach mal die zernarbte Anakin Skywalker Minifigur aus dem Jahr 2011. Ja, der sieht ein bisschen knackiger aus als er hier jetzt. Und ich meine, die lagen ja beide in der Lava. Also eigentlich müsste der auch noch ein bisschen dunkler sein. Also so ist er echt wirklich
schon sehr, sehr, sehr hell. Aber diese Minifigur ist tatsächlich auch exklusiv in diesem Set enthalten. Und passend dazu ist natürlich auch noch Darth Vader mit dabei. Ich werde diese Szene nie vergessen, in der Darth Vader, beziehungsweise Anakin Skywalker zu Darth Vader wurde. Ich habe den Satz, ich bin dein Vater, vorher nicht verstanden, bis ich diese Szene gesehen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, das hier ist diese Minifigur ist nicht exklusiv in diesem Set. Das ist die mit dem Light Nougat Head. Und mit diesem Kopf ist er tatsächlich auch in dem kleinen Pot drin gewesen, das es mal als GWP gegeben hat. Und ihr seht hier auf dem Rücken, hat er auch noch so ein Spongy Cape, das ist halt diese etwas neuere Art der Capes, die so ein bisschen elastischer ist. Und er hat natürlich auch ein Lichtschwert, das hängt da hinten dann halt einfach nur. Ich finde die Figur sehr, sehr gelungen, gerade auch diesen zweiteiligen Helm, der dann halt auch im Final Duel mit enthalten sein wird, mag ich sehr, sehr gerne. Er hat hier natürlich keine Armbedruckung, das ist halt natürlich ein Vorteil, den ihr dann halt nur in dem neuen 100-Euro-Set bekommen werdet. Aber wer hier auch noch mit dabei ist, ist der Imperator. In der Variante ist er tatsächlich auch im großen Todesstern enthalten und auch im Arrowhead von den Freemaker Avengers. Genau, so ist er da auch drin enthalten. Er hat natürlich ein Alternativgesicht, wo er dann so grimmig gucken kann. Das sieht schon echt sehr, sehr bedrohlich aus. Dann hat er hier ja sehr, sehr simplen Torsodruck. Und in dem Fall hat er dann hier auch noch das alte Cape dann an, was hier vorne abgeschlossen ist. Im neuen Set hat er dann das neuere Cape an, welches so nach unten geht. Bin ich gespannt, wie das bei der Minifigur dann aussieht. Muss ich auf jeden Fall in der Hand halten, um das genauer bewerten zu können. Lichtschwert hat er sogar mit goldenem Griff hier dann auch noch mit dabei. Nur die Machtblitze fehlen halt echt in diesem Set. Dann, ja, eigentlich das Randprodukt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand das Set wegen diesem Klimbim hier kauft. Das ist die Szene, in der Darth Vader quasi entsteht, wo er dann halt auf dem Operationstisch liegt. Sehr überraschend, dass Lego sowas darstellt, haben sie auch schon vorher schon mal gemacht. Es gab dieses Transformation Set schon mal, einmal als einzelnes Set, ja, war okay. Und dann gab es das nochmal im Shuttle von Emperor Palpatine drin. Da konntet ihr dann hinten den Deckel abnehmen und dann hatte ich auch diese Darth Vader Transformation mit dabei. Ich hatte das Shuttle damals für eine kurze Zeit und ich muss sagen, diese Funktion habe ich eigentlich so gut wie nie benutzt. Man hat es ein, zwei Mal ausprobiert, nachdem man es aufgebaut hat und danach war es eigentlich nur noch nutzlos. Und so war es mit diesem Set hier auch. Habe ich ein, zwei Mal ausprobiert, dann stand es im Regal, dann ist es staubig geworden, dann habe ich es abgebaut, damit es nicht noch weiter staubig wird. Die Teile hier drin, ja, kann man vielleicht noch verwenden. Die sind ganz nett hier, diese Cut Bricks, sage ich mal. Ja, gut. Aber ansonsten, ich zeige euch einmal die Funktion, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt hier Anakin Skywalker draufsetzen und dann quasi hier den Helm von Darth Vader nehmen. Rein theoretisch könnt ihr das Unterteil von Darth Vader da auch noch dran machen und den Umhang könnt ihr natürlich auch noch da dran machen. Und dann fahrt ihr mit diesem Ding hier rum und fahrt mit dem Helm dann quasi auf ihn drauf und setzt den Helm dann auf seinen Kopf. Das rastet dann ein und dann könnt ihr das Ding hier wieder entfernen. Und wenn ihr dann hinten drauf drückt, zack, dann fährt er nach oben. Jetzt gehört es natürlich eigentlich sogar noch so, Anakin Skywalker wird quasi draufgelegt, dann wird er gedreht, dann könnt ihr Darth Vader draufsetzen und dann bekommt Darth Vader halt seinen Helm quasi aufgesetzt. Anakin Skywalker ist natürlich auch nur relativ, eigentlich heißt er da zu dem Zeitpunkt auch schon Darth Vader. Jedenfalls, was könnt ihr noch machen? Achso, hier die Funktion, die funktioniert mit einer Technikachse, die ihr nach vorne drückt, dann kippt sich das Ganze nach oben und dann seht ihr hier drin ist dieses coole Gelenk, mit dem man auch über Ecken gehen kann mit den Achsen. Ich wusste mal den Fachbegriff davon. Jedenfalls könnt ihr das damit dann noch drehen. Anschließend, was kann man noch für Funktionen auslösen? Hier ist so eine Art Kippe. Wenn ihr die runterdrückt, dann könnt ihr quasi diese Nein-Szene nachspielen von Darth Vader. Ich mache das jetzt einfach mal. Seht ihr, dann fällt das beides um. Das passt zum Ambiente mit dazu, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass jemand sich das Set dafür kauft, aber belehrt mich gerne eines Besseren, würde mich natürlich sehr interessieren. Bei Lichtschwerter habt ihr hier auch noch an diesem Griff-Festhalte-Ding dran und an sich muss ich sagen, für 30 Euro ist das Set
Okay, man bekommt hier die Minifiguren, die man gerne haben möchte. Die Teile sind angemessen für ein Star Wars Set. Und von daher, für 50 Euro würde ich es jetzt vielleicht nicht mehr so ganz kaufen, aber es ist immer noch billiger als das große Death Star Final Duel. Ich meine, ihr besorgt euch einfach noch einen Luke mit dazu, und dann seid ihr eigentlich glücklich. Diese Royal Guards, die da halt noch mit dabei sind bei Palpatine, die sind ja jetzt so wirklich auch nicht in der Szene mit dabei. Von daher denke ich, kann man auch mit so einer günstigeren Alternative glücklich werden, wenn ihr nochmal irgendwie guckt. Vielleicht steht das bei euch noch im Ort, dann nehmt das doch einfach mit. Ich habe es nicht bereut, das Set gekauft zu haben, obwohl ich das hier unten nicht benutzt habe. Ach so, die Minifigur ist gar nicht dabei. Und damit hoffe ich, habt ihr einen schönen Tag und bis dahin, ciao.